Hallo liebe Rapid-Fans, danke für die tolle Unterstützung und ja, wir sind die Nummer 1 in Wien. Wir wollten von Anfang an das Spiel machen, haben eigentlich gut Fußball gespielt, zeitweise richtig gut und ja, haben dann die Tore gemacht, das war halt entscheidend. It was a good win. It took a little bit on the nerves sitting on the bench outside and watching. But it was a good win and yeah. Der Trainer hat gesagt, ich soll ruhig bleiben und mein Spiel machen und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen, so lang bis ich am Platz gestanden bin und ja, es war eine super Leistung von der Mannschaft und wir sind froh einfach. Zu Tamás, ja, es war für uns alle ein Stück weit überraschend, weil wir schon mit Murgi auch geplant haben, aber der hatte dann Magen-Darm-Probleme, als wir uns heute im Hotel getroffen haben. Und da war keine Besserung in Sicht. Da haben wir wieder nach Hause geschickt, haben dann Webster nachgeholt. Und, ja, und so kam Tamás zu seiner Premiere und das ist schön für ihn. Er hat die Bundesliga-Premiere gehabt vor 2 Wochen, hat jetzt die europäische Premiere gehabt am Donnerstag und jetzt auch die Derby-Premiere. Also gibt es Schlimmeres für den Jungen. Am Anfang war ich ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, das ist normal vor so einem Match, vor so einer Kulisse. Aber nach dem ersten Balkontag war das alles weg. Wir sind mit diesem Spiel, mit dem Auftreten der Mannschaft, sehr zufrieden, aber wir schauen auch jetzt schon wieder nach vorne, weil wir haben es vorige Woche erlebt, ja, wo wir nicht an unser Optimum herangekommen sind und wir wurden dafür gänzlich bestraft und haben aber auch gesehen, was wir leisten können, wenn wir fokussiert, wenn wir konzentriert, wenn wir klar bleiben in unseren Aktionen. Von daher Freuen wir uns heute über dieses Spiel, über die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Aber wir schauen jetzt auch schon wieder auf die Admira und danach auf die Playoffs in der Euroleague. Also wir haben uns ja im Europacup-Spiel unter der Woche vorwerfen lassen müssen, dass wir die Chancen nicht gut genutzt haben. Ich glaube, das haben wir heute besser gemacht und ja, richtig schön heute da zu gewinnen. I got a hit on my knee. I don't know so much about it right now, but I will go to take some photos tomorrow. Tomorrow morning, and then we see more. No, nothing like major, but it's a little bit, not much. Schade für ihn, weil er sehr gut im Spiel war, weil er das 1-0 überragend gemacht hat. Ja, nicht nur einfach geballert, sondern er hat eigentlich den Gegenspieler, den Spieler von Austria, hat er genutzt, ja, um ihn herumzuschießen. Das ist ein ganz klares Zeichen von Qualität, dass er nicht kopflos einfach nur draufgewichst hat. Wir haben uns dann vorgenommen, die nächsten Spiele gut Fußball zu spielen, im Europacup weiterzukommen, das haben wir geschafft. Jetzt wollten wir das Derby gewinnen, das haben wir auch geschafft. Also, das passt jetzt dabei.